Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Höhne, ich fand Ihren Beitrag überaus nachdenkenswert und habe mich auch gefreut, dass er analytisch da drangegangen ist, weil ich doch einigermaßen erschreckt war, liebe Kollegen von der CDU, was die Frau Kollegin Schlottmann da vorgetragen hat. Und ich muss schon sagen, es bedurfte einigermaßen hoher Anstrengungen aufgrund ihrer ersten Rede, sich da zurückzuhalten, weil ich nicht gedacht hätte, dass ausgerechnet die CDU im Moment auf einem Trip ist, die Kommunen in guten und schlechten Schuldenmachern zu unterteilen und zu bestreiten, dass das Problem Altschulden eines der zentralen dieses Landes ist. Das hat der Kollege Höhne ja auch, natürlich in der Koalition muss man immer ein bisschen zurückhaltend sein, aber wie ich finde, trotzdem sehr treffend analysiert, dass es so ist und dass wir uns dem stellen müssen. Und ich sage mal, bei der Frage, dass wir die Altschulden bei den Kommunen absichern müssen, ist doch völlig außer Diskussion. Da können wir uns allenfalls über die Instrumente unterhalten, dass die FDP da ein bisschen von Vergemeinschaftung spricht, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber dass wir das bestreiten, dass es so ist, wie es ist, das finde ich, das können wir heute nicht mehr tun und wir müssen uns schlicht anpacken. Das ist die erste Bemerkung. So, der zweite Punkt ist die Altschuldenfrage. Wir haben im Moment eine unfassbar günstige Situation, um es anzugehen. Das Erste ist, wir haben die niedrigsten Zinsen aller Zeiten. Das ist gar nicht gut unbedingt für die Wirtschaft, aber es ist so, wie es ist. Und dann muss man diesen Zeitpunkt nutzen, bei einer guten konjunkturellen Lage und ganz niedrigen Zinsen. Man muss es vergemeinschaften, wenn Sie so wollen. Wir müssen es anpacken und sagen, der Bund, der die höchste Bonität hat, der gibt seine Bonität, um für 20, besser 30 Jahre zu sagen, null Zinsen sichern wir zu. Und dann können wir nämlich an das Problem rangehen, an die Tilgung auch rangehen. Das wäre doch ein völlig kluger Schachzug, das hier ganz gemeinschaftlich, einheitlich aus diesem Haus zu signalisieren. Und im zweiten Schritt kann man, oder im dritten Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir uns dann unterhalten, wie wir es machen. Und da unterscheiden wir uns auch durchaus von den Überschriften, die jetzt noch im SPD-Antrag drinstehen. Aber das kann man doch in der Fachdebatte klären. Man kann doch klären, wie hoch der Anteil des Bundes ist bei der Frage der Tilgung. Man kann doch klären, wie der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalens ist. Und das will ich Ihnen mal sagen, Frau Kollegin Schlottmann, vielleicht unterhalten Sie sich mal mit den CDU-Kollegen aus den Städten, die betroffen sind. Die Stadt Essen hatte 2010, da kenne ich mich ganz gut aus, noch ein Defizit von über 150 Millionen Euro. Die haben jetzt einen ausgeglichenen Haushalt. Oberbürgermeister dieser Stadt ist Thomas Kufen von der CDU. Und sie werden den Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren ohne Landesgeld darstellen müssen. Das heißt, die werden 150 Millionen Euro echtes Geld konsolidiert haben. Das müssen wir doch verdammt noch mal anerkennen hier in diesem Landtag. Und eine Frage, ich sag mal, und dann muss man die Ursachen bekämpfen. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind die Soziallasten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt die Leute schlechter, das wäre nicht unser Konzept, oder man denkt darüber nach, dass der Bund seiner Verantwortung in größerem Maße nachkommt. Da hatte ich bis vorhin noch gedacht, auch an dieser Stelle wären wir einig. Das haben wir auch als Landtag einstimmig schon zweimal dokumentiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich kann Sie nur dringend auffordern, dieses Fundament an Gemeinsamkeiten nicht zu verlassen und hier gemeinsam nach vorne zu gehen, sonst kriegen wir ganz andere Probleme im Bereich der Kommunalfinanzierung. Und Frau Kollegin Schlottmann hat tatsächlich den Satz gesagt, zumindest sinngemäß habe ich ihn so in Erinnerung, dass es Kommunen gibt, die schlecht gewirtschaftet haben und Kommunen, die gut gewirtschaftet haben. Und deswegen muss man hier auch differenzieren und da auseinanderhalten. Frau Kollegin, das wird so sein. Aber der größte Teil der Dimension ist, dass 90 bis 95% der Unterschiede ganz allein aufgrund der Strukturunterschiede zu erklären sind und auch nicht, weil man irgendwie mal ein Schwimmbad mehr oder weniger finanziert hat, sondern weil diese Städte verdammt hohe Soziallasten haben, wegen Strukturwandel, wegen hoher Arbeitslosigkeit. Und da müssen wir helfen und nicht auf sie einprügeln. Das ist ein völlig falsches Konzept. Das hat früher einmal Horst Engel hier im Landtag für die FDP immer vertreten. Da sind die Freien Demokraten Lichtjahre von entfernt. Bitte fallen Sie doch nicht hinter die Freien Demokraten zurück, die, wie ich finde, heute sehr klugen, Herr Höhne, ich habe Sie ja lange genug gelobt, sehr klugen Beitrag da auch
sehr klug. Sie brauchen auch keine Zensuren von mir, um da gar kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Aber das darf uns doch nicht mehr trennen. Wir müssen uns der Aufgabe stellen. Deswegen halte ich den Antrag der Sozialdemokraten für klug. Wir sollen uns der Sache widmen und dann die Instrumente diskutieren. Und deswegen stimmen wir der Überweisung natürlich auch zu. Herzlichen Dank.